So, gewartet. Jetzt reiten wir erstmal schnell zu dem Foddy. Ist immer noch nicht da. Hätte ich das gewusst, ey. Bist du jetzt wach? Gott sei mit dir. Ich suche nach einem Kerl, der Stinker genannt wird. Hast du je von ihm gehört? Natürlich. So nennen sie meinen Sohn, Hinek. Ah, du weißt nicht zufällig, wo er sich aufhält. Ich weiß überhaupt nichts. Weißt du wenigstens, wohin er für gewöhnlich geht? Es ist wichtig. Hinek lässt sich alle Jubeljahre mal zu Hause blicken. Also weiß ich nicht, wo er sich rumtreibt. Und selbst wenn ich's wüsste, warum sollte ich's jedem Hinz und Kunz erzählen? Weißt du wenigstens, mit wem er befreundet ist oder mit wem er sich trifft? Soviel ich weiß, wechselt keiner hier im Dorf ein Wort mit ihm. Mir kam zu Ohren, dass er ein Zubermädchen trifft. Vielleicht. Umsonst bekommt er's nicht. Also wird er wohl zu den Bädern müssen. Hüte deine Zunge, Bauer. Ich bin ein Gesandter des Herrn Ratzig Kobilla. Schluss mit deinen Ausflüchten. Du sagst mir jetzt auf der Stelle, wo dein Sohn ist. Entschuldige, falls ich dich beleidigt habe, junger Herr. Sehr Aber schön. Ich weiß trotzdem nicht, wo er steckt. Tauchte vor einer Weile beim Haus auf und verschwand kurz darauf fluchtartig. Und du weißt nicht, wohin er gegangen ist? Ach. Was? Pass auf, mir ist klar, dass der Bursche eines Tages am Galgen endet. Aber ich bin noch immer sein Vater. Du kannst nicht verlangen, dass ich meinen eigenen Sohn verpfeife. Wenn dir sein Leben lieb ist, bete lieber, dass ich ihn finde. Denn ich bin nicht der Einzige, der nach ihm sucht. Das kommt wenig überraschend. Und wenn schon. Wenn dich Herr Ratzig schickt, gibt's nur eins, das Hinek erwartet. Der Galgen. So muss es nicht enden. Wenn Hinek kooperiert, kann er seinen Hals retten. Also beruhigt hast du mich nicht, aber zur Hölle damit. Ich sag dir, was ich weiß. Also gut. Okay. Er war vor ein paar Tagen hier, ist aber sofort wieder weg. Sah aus, als ob er es eilig gehabt hat. Und du weißt nicht, wohin er gegangen ist? Ich hab eine Vermutung, aber ich weiß nicht, wohin genau. Ich verstehe nicht. Hinek verdient mit der Wilderei was nebenher. Er hat ein paar Mal vor mir geprahlt, was für ein tolles Versteck er in den Wäldern entdeckt hat. Aber er hat mir nie verraten, wo es ist. Nun, das ist zwar nicht viel, aber besser als nichts. Danke. Okay. Stinker normal. Ich würde mit dir gern über deinen Hinek sprechen. Ich hab viel zu tun, also mach's kurz. Was kannst du mir über das Geld sagen, das ich hinter deinem Haus entdeckt habe?
Geld? Was für Geld? Wovon zum Teufel redest du? Ein hübscher Haufen Groschen für schlechte Tage. Wenn ich gewusst hätte, dass Gerben derart lukrativ ist, hätte ich den Berufsstand gewechselt. Davon weiß ich nichts. Und ich schätze, du weißt auch nichts über den blutigen Gambeson, der dort versteckt ist. Selbstredend wäre es eine Schande, etwas so Wertvolles wegzuwerfen. Hinter meinem Haus, sagst du? Du weißt wirklich nichts davon? Scheint, als hätte er dich hinters Licht geführt. Doch es überrascht mich nicht, dass er dir nie davon erzählte, wenn man bedenkt, wie er an das Geld gekommen ist. Wie denn? Er wurde bezahlt, das Neuhofer Gestüt zu plündern. Er und seine Spießgesellen schlachteten Pferde, Stallburschen und sogar den Besitzer Smill ab. Jesus Maria, davon habe ich gehört. Hinek war mit dabei, sagst du? Nahezu sicher. Er hätte mir zumindest von dem Geld erzählen können, der kleine Scheißer. Vergiss die Sache. Sag mir, wo er steckt. Also gut. Er war vor ein paar Tagen hier, ist aber sofort wieder weg. Sah aus, als ob er es eilig gehabt hat. Und du weißt nicht, wohin er gegangen ist? Ich habe eine Vermutung, aber ich weiß nicht, wohin genau. Ich verstehe nicht. Hinek verdient mit der Wilderei was nebenher. Er hat ein paar Mal vor mir geprahlt, was für ein tolles Versteck er in den Wäldern entdeckt hat. Aber er hat mir nie verraten, wo es ist. Na, nun, Mine, das ist glaube zwar ich nicht viel, ah, ja. Aber besser als wie nichts. Schon gesagt. Danke. War ja schon soweit. Hast du denn keine Vermutung, wo sich dieses Versteck befinden könnte? Ich weiß wirklich rein gar nichts drüber. Wusste nur, wann er von dort gekommen ist. Mehr nicht. Wie das? Weil er immer ein paar Felle zum Gerben und Münzen mitgebracht hat. Er hatte Geld, weil er das Zeug sofort weiterverkauft hat? Schätze, ja. Hat nie was von der Beute hier gelassen. Weißt du, wem er sie verkauft hat? Nein, aber der Schankwirt kam ab und an vorbei und gab ihm Geld. Natürlich hätte es für Fleisch sein können. Gut. Ich frage beim Gasthaus nach. Was weißt du noch? Nichts. Ich schwör's bei Gott, mehr weiß ich nicht. Hinek hat mir nie was gesagt. Okay. Fang an, deinen Kopf zu benutzen, verflucht. So finde ich Hinek nie. Wie lang war er fort? Welche Kleidung trug er? Wie sah er aus, wenn er zurückkam? Irgendwas. Nun ja, er kam und ging zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich weiß wirklich nicht. Außer vielleicht, wenn er heimkam, war er von Dornbüschen zerkratzt und hatte Blätter und Matsch an sich kleben. Also ging er womöglich durch dichtes Unterholz, um diesen Ort zu erreichen. Schätze ja, was weiß ich schon. So, wieder da, wieder da, wieder da. Ja. Sprich zurück. Oh, Gespräch beenden. So, dann auf zum... Hier jetzt? Nee, ne? Da war der großen Kreuzung, ne? Das ist das Es fährt.
Wo ist dein... Da ist er. Ja, den habe ich gar nicht gesehen. Wert. Nun, zumindest ist es für ein Weilchen sauber. Gelobt sei Jesus Christus. Ja, du auch. Ich möchte mich wegen Hinek erkundigen, dem Gerbersohn. Dann frag woanders. Ich habe nichts mit Stinker zu schaffen. Er würde mir nur die Gäste vergraulen. Ach, da habe ich was anderes gehört. Nämlich, dass ihr beide Geschäfte macht. Wer bist du überhaupt? Ein Freund von Hinek. Er ist verschwunden und ich muss ihn finden. Ich weiß nicht, wo er ist. Aber wenn du den Bastard findest, dann sag ihm, dass er mir noch Waren schuldet. Ich habe keine Zeit. Für so etwas habe ich keine Zeit. Ich muss ihn finden und du wirst mir dabei helfen. Ach ja? Selbst wenn ich was wüsste, wieso sollte ich dir helfen? Ein nettes Wirtshaus hast du da. Es wäre schade, wenn etwas zu Bruch ginge. Drohst du mir etwa? Was denkst du denn? Also, fängst du jetzt an zu reden oder muss ich es aus dir rausprügeln? Also gut, lass uns auf den Punkt kommen. Siehst du? Sehr schön. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich habe Geschäfte mit Stinker gemacht, aber bei Gott, ich weiß nicht, wo er steckt. Wie ich hörte, hat Hinek ein Versteck im Wald, das er zum Wildern nutzt. Weißt du, wo es sich befindet? Nicht genau. Soll heißen, ich habe nicht den blassesten Schimmer. Aber? Ich weiß, dass es ein dunkler Ort ist. Eine Höhle oder ein alter Minenschacht. Wie kommst du darauf? Immer wenn Stinker Wildern ging, kam er zuerst wegen Kerzen und Lampenöl zu mir. Er brachte dann das Wild gehäutet und ausgenommen und dafür hat er wohl Licht gebraucht. Wie viel Wild hat er dir gebracht? Nicht viel, ein paar Tiere. Die Nachfrage hier ist nicht so besonders. Manchmal will der niedere Adel was, ansonsten landet es in der Wurst. In der Wurst. Und weißt du, ob es hier Minenschächte gibt? Da wären ein paar. Einen hat's am anderen Flussufer, ein kurzes Stück abseits des Weges, der von der Schmiede nach Westen führt. Dann wäre da noch einer östlich des Dorfes, oben im Wald über der Felswand. Und ich hörte, dass es einen Schacht in der Landspitze gibt, dicht am Wasser. Danke. Nichts zu danken. Bricht dir aber nicht das Genick. Das ist zerklüftetes Gelände und man fällt leicht in einen Schacht. Was gibt es Neues in der Gegend? Ah, du weißt schon, irgendwas ist immer. Besonders in der Mühle. Dort vergeht keine Woche ohne Ärger. Aber ich habe die Tunichtgute beobachtet. Immer wenn sie etwas im Schilde führen, besprechen sie sich da in der Ecke und hacken irgendwas aus. Gestern zum Beispiel. Und da ist noch etwas. Da fällt mir ein, ich habe Kunhuta schon ein Weilchen nicht gesehen. Die hiesige Kräuterfrau. Sie kommt einmal die Woche auf einen Krug Bier, war aber schon lang nicht mehr da. Ich hoffe, ihr ist nichts zugestoßen. Und das ist noch nicht alles. Batzek veranstaltet bei uns einen Bogenschießwettbewerb. Wenn du dir ein paar Groschen verdienen willst, geh zu ihm und mach mit. Kaufen. Falschen 1,5. Reden wir über den Preis. Ist ja nicht viel, ne? Nun, versuchen wir es. Aber da hinten ist ja noch der Kaufmann. Weil du es bist.
Wir kommen der Sache näher. Noch etwas weniger. Na gut, einverstanden. Cool. So, da hinten war noch irgendwo ein Kaufmann. Da will ich nur mal schnell hin, weil ich habe so viele Bogen und so einen Kack. Schneider. Wo war der Kaufmann? Hier, ne? Gott sei mit dir. Auch mit dir. Ah, guck mal, wie viel... Nichts. Ah, besser als nichts. Das so 180. Was habe ich denn noch? Falschen. Besprechen wir den Preis. Selbstverständlich. Eins, zwei, drei. Zufrieden? Das klingt interessant. Ein bisschen weniger und ich bin zufrieden. Könnte ein bisschen mehr werden. Ist das genug? Na dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. Ich wusste, wir werden uns einig. Ladenwache. Alter Schwede. So, jetzt wollen wir... Sägewerk. Weiß, dass da ja ein Sägewerk war. Wo war das Sägewerk? Hier, ne? Richtig? Weiß ich gar nicht. Müssen wir gleich mal schauen. Nee, falsche Richtung. Oh.
So, Gesicht nach geradeaus, Kinder. So. Nee, halt. Wo ist denn der scheiß Weg? Da. Da. Im Fluss lang. Wo ist der Fluss nach oben? Ja. Oh Mann. Pony. Zu Fuß. Fuß zu den Holzfäller. Warte. Sieht aber nicht aus wie ein Unfall. Sieht eher aus wie ein Überfall. Neuer Kontext. So, hier mache ich eine kurze Pause. Wir sehen uns gleich wieder.